an, meine Gnädigste. Kein Räuber wird sich in meine Nähe wagen, wenn er nicht lebensmüde ist. Halt! Meine Gnädigste. Alles hierher! Jurek! Dafür werdet ihr zahlen, ihr Hunde! Dafür werdet ihr am Galgen baumeln! Ja, das dafür! Lasst mich für eure Freundlichkeit danken! Schön für den Lauf! Schau doch mal! Ist das nicht wieder eine fette Beute? Ja, wahrscheinlich Frauenkleider und Unmengen von Honigmilch für die zarte Haut. Würdet ihr aber auch nicht schaden, ja? Was weißt du, Schwester? Frauenkleider oder die zarte Haut? Vielleicht beides. Na was, Björn, müsst ihr denn immer zuschreiben? Ach, lass ihn doch. Los, lasst uns nach Hause gehen. Labert, verteidigt die Beute auf beide Pferde, damit wir schneller vorankommen. Hey, Matti! Wir nehmen euch auch etwas ab! Oh, Scheiße, der Akku wird leer. Wenn ihr Räuberlein es nicht schafft, eure schwer erkämpfte Beute auch nach Hause zu bringen. Sporka! Du hohlköpfiger Hosenscheiter! Was fällt dir eigentlich an, hier aufzukreuzen? Sie haben nicht gefällig zum Sommerkrummel! Aber, Matti! Geht man so mit seinen Gästen um? Wo hast du überhaupt deine liebreizende Frau? Du hast sie doch nicht etwa auf der Burg gelassen. Muss sie deine durchgefurzten Hosen stopfen? Sag das doch mal! Schnauf sie und ich hau dich aus deiner Kutte! Versuch! Ja! Die Soldaten kommen zurück und sie haben Verstärkung mitgebracht. Wieder zurück! Diese Jugend heutzutage reagieren immer überstürzt und planlos. Darf ich euch von dieser schweren Last befreien?